Obwohl diese Klaviermusik jetzt gut gepasst hätte zu der Lesestunde, die jetzt kommt. Du bist unser Liebling. Nee. Es ist mir noch nie aufgefallen, dass das so eine lange Hustliste ist. Boah, Wahnsinn. So, nein, ich wollte dich wieder anmachen beim Lesen. Geht das als Hintergrund? Ich kenne dich lange noch, das stimmt. Warum hast du eigentlich bei dem Gewinnspiel, was im Moment läuft, oder bei dem Giveaway-Gewinnspiel, wir nennen es Giveaway, ist rechtlich sicherer, nicht mitgemacht, weil du hast das Spiel auf deiner Wunschliste. Also mach mal mit. Es sind übrigens 2 Keys. Also. Passt. Hab ich doch. Wird mir nicht gezeigt. Im Moment nur Danny. Und wer noch? Weiß ich nicht mehr. Und noch jemand. Aber du wirst mir da nicht gezeigt. Oder? Kann ich das im Moment? Kann ich das im Moment? Ja, bleib drin. Okay. White. Ich glaube, den Radiosender mache ich gleich bei der Lesestunde wieder aus, oder? Ah doch, jetzt bist... Ah! Jetzt bist du dabei. Sharpie war es, der noch dabei ist. Ah. Also vorm Stream warst du noch nicht dabei. Nee, die Mucke wird ja bei dem Lesen doch ein bisschen. Können wir da noch was Ruhigeres? Wenn das so bleibt. Na komm, wir machen es aus. Ist mir sonst zu heikel. So. Tagebuch von Pete Aston. Was für ein Tag. Ich habe soeben die Chance erhalten, an Konrad Mors Ausgrabung des prähistorischen Monuments Barrow Hill teilzunehmen. Ich beginne dieses Tagebuch, um alle Informationen zu diesem Projekt niederzuschreiben. Oh, das könnte interessant werden. 11. Juni. Professor Mors finanziert dieses Projekt aus eigener Tasche und zahlt auch einen mehr als großzügigen Lohn. So kann ich es mir endlich erlauben, andere Stätten zu untersuchen, die ich schon lange einmal erforschen wollte. Ich war sehr überrascht, dass Konrad ohne weiteres die Ausgrabungsgenehmigung erhalten hat. Die ersten Dokumente, die mir Konrad gegeben hat, deuten an, dass der Barrow seit ewiger Zeit unberührt ist. Die Steine stehen immer noch aufrecht und sind sehr eindrucksvoll. Nach den Bildern zu urteilen, die ich gesehen habe, alle haben sie eine einzigartige Form und ähneln sich überhaupt nicht. Auch die Touristen haben Barrow Hill noch nicht entdeckt und selbst die Einheimischen meiden die Gegend. Ich hoffe, dass die Ausgrabung ohne Zwischenfällung verläuft. 18. Juni. Heute Morgen habe ich Konrads Programm für die Ausgrabung erhalten. Seine Zielsetzung ist klar und eindeutig. Unsere erste Aufgabe wird es sein, die Authentifizierung des Steinkreises zu erstellen, indem wir um jeden Stein einen Testgraben ziehen. Jegliche Funde sollen geborgen und von jeder Schicht sollen Bodenproben genommen werden. Alle Funde sollen erst einmal grob untersucht werden,
bevor sie zur detaillierten wissenschaftlichen Analyse, Fotografie und Konservierung versandt werden, was Mr. Morse alles schon arrangiert hat. Die Gräben müssen daraufhin schnellstmöglich wieder zugeschüttet werden, da ja jederzeit Privatleute auftauchen könnten. Doch glücklicherweise wird das bei all dem Boden und Torf kein Problem sein. 21. Juni. Ich habe einen weiteren Brief vom Professor Morse erhalten. Sind die nicht beide vor Ort? Naja, er brennt darauf, mit den Ausgrabungsarbeiten zu beginnen und bat mich, nach Cornwall zu reisen. Ich werde später diese Woche nachkommen und mich mit Konrad an einem kleinen Nebenbahnhof Wishwood treffen. Ich kann es kaum erwarten. Ach so, das ist noch vorher. Ah, okay. Barrow Hill ist wirklich fabelhaft und absolut unberührt, wenn man mal von der Raststätte absieht, die für die nächsten Monate unser Zuhause sein wird. Die Ausrüstung ist schon ausgepackt und einsatzbereit. Hier an der Raststätte sind ein paar nette Mitarbeiter. Die sind wohl ganz froh, mal ein paar Gäste hier zu haben. Ich glaube nicht, dass sich viele Leute in diese Gegend verirren. Morgen werden wir mit unseren ersten Aufgaben beginnen. Die Authentifizierung der Stätte. Wir starten mit dem Kreis um den eigentlichen Grabhügel. Dieser scheint eher klein zu sein. Aber darunter werden wir zweifelsohne einiges entdecken. Die Konzentration alter Monumente hier am Barrow Hill ist eindrucksvoll. Wie sie die Jahrhunderte so gut erhalten überstanden haben, ist mir ein Rätsel. Das Bild ist interessant. 5. Juli. Konrad hat die Hügeloberfläche schon von einem Geophysik-Team untersuchen lassen. Sie werden die Daten analysieren und uns die Ergebnisse dann zuschicken. Ich finde ja immer noch, dass geophysikalische Studien irgendwie eine erstaunliche Sache sind. Dass man einfach so mit Radar oder magnetischen Signalen durch die Erde schauen und sehen kann, was sich darunter befindet, ist schon unheimlich. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Trotzdem gibt es nichts Interessanteres, als die Vergangenheit Schicht für Schicht abzutragen und zu sehen, was sie einem zu bieten hat. 27. Juli. Endlich haben wir mit dem Graben oben auf dem Hügel begonnen. Ich habe meinen ersten Testgraben um den kleinen, als Melka bekannten Stein gezogen. Laut Informationstafel ist es der zweite Stein von links, wenn man den Kreis betritt. Der Stein befindet sich offensichtlich auf seiner ursprünglichen Position. Ich habe einen kleinen zerbrochenen Krug gefunden. Nach einer ersten Untersuchung habe ich ihn gut verpackt, mit der Erde darin natürlich, damit er für weitere Analysen verschickt werden kann. Was könnte der Topf wohl einmal enthalten haben? Wir haben darüber spekuliert, ob der Krug nicht später an die Stätte gelangte. Er erscheint uns zu klein, als dass er als Bestattungs- oder Einäscherungsgefäß gedient haben könnte. Vielleicht war es eine Grabbeigabe. Konrad hat Testgraben 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Kreises gezogen, um einen Stein mit Namen Gavrok herum. Er sieht ein wenig wie ein Mensch aus, der seine Hände in die Hüften stemmt. Tatsächlich sehen fast alle Steine wie ein Ding oder eine Person aus. Kein Wunder, dass sich hier in der Gegend so viele Geschichten um den Steinkreis ranken. 29. Juli. Die Bodenbedingungen hier sind sehr gut, so dass alle Funde gut erhalten sind. Ich habe heute Graben 3 um den Baligo-Stein gezogen. Es ist der erste Stein auf der linken Seite laut Informationstafel an der Raststätte. Es ist wirklich erstaunlich. Wir haben schon 3 Krüge geborgen. Einen bei jedem der untersuchten Steine. 2 sind nahezu intakt. Der dritte ist zerbrochen. Es scheint so, als ob die Krüge irgendeine rituelle Bedeutung hatten und keinem Bestattungszweck dienten. Aber was das für ein Ritual war, werden wir wohl nie erfahren. 1. Juli. Das war wohl Juni und jetzt kommt Juli.
Naja, ist egal. Das Wetter war tagsüber wirklich schön, aber in den Nächten kann es schon ganz schön kalt werden. Sobald die Sonne untergeht, ist die ganze Gegend eine einzige totale Finsternis. Ich habe Graben 4 um den Dolmenstein gezogen. Ein weiterer Krug liegt dort vergraben. Ich denke, dass ich ihn morgen bergen und der Sicherheit des Fundkastens übergeben kann. Konrad hat sich die letzten Tage den äußeren Steinkreis näher angeschaut. Er sagt, er versucht, den möglichen Zweck der Stätte zu verstehen. Heute ist er überhaupt nicht am Steinkreis aufgetaucht, aber ich habe gesehen, wie er aus seinem Flachmann trank, in der Nähe des Altarsteins tiefer im Wald. Okay. 4. Juli. Konrad hat mir bei den Ausgrabungen um den Hammerstein geholfen. Wir haben diesmal einen größeren Graben gezogen, Nummer 5, und mehr Bodenproben genommen, die analysiert werden sollen. Dabei haben wir einen weiteren zerbrochenen Krug entdeckt. Das ist jetzt schon der fünfte Krug. Konrad ist nicht mehr so gesprächig wie am Anfang. Ich schätze mal, dass er viel nachdenkt. Aber es ist schon ein wenig einsam hier oben. Die Leute an der Raststätte sind nett, aber einfach. Ein Mädchen, Maggie, geht zur Abendschule und hofft danach studieren zu können. Wenigstens hat sie den Ehrgeiz, mehr aus sich zu machen und hier nicht als Bedienung zu enden. 5. Juli. Egal wie tief ich grabe, ich kann immer noch nicht die Basis des Hammerstone ausmachen. Konrad sagte, dass ich erstmal mit diesem Graben aufhöre und am was? Keilechstein weitermachen soll. Ich habe also Graben 6 rechts vom Eingang genommen. Neben dem Stein, den die Einheimischen Gofrock nennen. Ich habe den Graben wieder zugeschüttet, genau wie die anderen zuvor auch. Wenn die Gräben erst einmal wieder zugeschüttet sind, sieht alles so wie vor unserer Ankunft aus. Man würde nicht glauben, dass wir je hier gewesen sind. 6. Juli. Während ich weiter am Kellechstein grabe, hat Konrad mit Graben Nummer 7 um den größten Stein angefangen. Er steht mittlerweile ziemlich hinten im Kreis, wenn man von der Mitte aus hingeht. Ich frage mich, woher die Steine ihren Namen haben. Wie man uns sagte, heißt Konrads aktueller Stein Henrik. Heute Morgen hingen an der Tür meines Motelzimmers ein paar Formblätter? Formblätter? Keine Ahnung. Da wollte sich wohl jemand einen Scherz erlauben, aber eigentlich sieht es sogar ganz nett aus. Farnblätter! Farnblätter soll das heißen. Den nächsten Stein nenne ich Klaus. 9. Juli. Konrad arbeitet derzeit an anderen Stellen der Stätte, während ich mich weiter mit den Gräben beschäftige. Er bat mich außerdem, mit den als Sentry Stone bekannten Menhir näher anzuschauen. Er war dabei sehr beharrlich, also kümmere ich mich erst um diesen Stein, bevor ich mit den Gräben weitermache. 13. Juli. Ich habe sehr tief gegraben. Boah, es geht so auf die Stimme, ne? Ich habe sehr tief gegraben, um herauszufinden, was an der Basis des Sentry Stone verborgen liegt. Leider nicht. Ich hätte jetzt beinahe Spekulatius gelesen. Leider nichts Spektakuläres wie bei den Steinen des Kreises. Ich glaube aber, ein paar verkohlte Klümpchen im Boden gesehen zu haben. Ich habe eine Probe davon ins Labor geschickt. Sie sollen sich mal unter dem Mikroskop anschauen. Konrad hat sich in seinem Motelzimmer verzogen. Ich nehme mal an, dass er schlechte Nachrichten erhalten hat. Er schreibt auch viel in sein Tagebuch. Er ist schon lustig. Ständig schleppt er seinen PDA und andere moderne Geräte mit sich herum. Aber seine Notizen kritzelt er in ein altmodisches Notizbuch. Naja, er kann es sich wohl leisten, ein wenig exzentrisch zu sein. Jetzt klingst du wie eine alte Oma. Ja, danke. Ein Stream mit der Marmeladenoma. Heute Morgen
mussten wir entdecken, dass alle Gräben wieder zugeschaufelt waren. Wir hatten den Torf ausgehoben, wie immer, und aufgehäuft, um ihn später wieder in die Gräben zu füllen. Heute Morgen befanden sich der ganze Boden aber feinsäuberlich in den Gräben. Fast so, als wären die Städte nie angerührt worden. Wir haben auch einige kaputte Werkzeuge im Unterholz gefunden. Sieht ganz so aus, als ob uns jemand nicht hier haben will und versucht, unsere Arbeit zu sabotieren. Konrad ist mit seinem Jeep weggefahren, um ein paar Überwachungskameras zu besorgen. So können wir die Städte auch noch nach Einbruch der Dunkelheit im Auge behalten, sagt er. Ich hoffe, dass er bald zurückkommt, denn auch in seinem momentan nicht gerade gesprächigen Zustand ist es schön, ein wenig Gesellschaft zu haben. 2. August. Konrad und ich haben wieder einmal die Umgebung untersucht. Diesmal wollen wir sein GPS benutzen, um das Landschaftsbild aufzuzeichnen. Aber ich befürchte, die Maschine ist kaputt, denn sie gibt nur unstete Signale von sich. Wir werden also keine digitalen Karten anfertigen können, so wie Konrad es sich vorgestellt hat. Ich werde wohl eigene Pläne zeichnen müssen. 20. August. Wir haben Neuigkeiten vom Labor. Der Bericht zu unseren Ausgrabungsfunden ist endlich angekommen. Ich war überrascht zu lesen, mit wem wir da zusammenarbeiten. Ich habe Lucy schon lange nicht mehr gesehen. Wenn die Dinge damals anders gelaufen wären, naja, das ist lange her. 5. September. Ich habe einen weiteren Brief von Lucy erhalten. Sie hofft, uns bald auf Barrow Hill besuchen zu können. Das wäre schön. Da kann sie die Städte selbst erleben. Heute Nachmittag habe ich unseren Nachbarn am örtlichen Radiosender RBH einen Besuch abgestattet. Die senden von der anderen Seite von Barrow Hill aus. Obwohl die Gegend zum Überflutungsgebiet erklärt worden ist, scheint Miss Harry wirklich das Beste aus der Situation zu machen. Sie will wohl ein Feuchtbiotop aufmachen. Oder so. Sie hat mir ein paar Aufkleber und Handzettel gegeben. Schätze, dass ich in der nächsten Zeit mal das Radio anstellen werde. 10. September. Ich habe endlich mein Tagebuch gefunden? Ach so, da liegen 5 Tage zwischen. Hier liegen sogar 18 Tage zwischen. Oh. Ich habe endlich mein Tagebuch gefunden. Es wird auch höchste Zeit für einen Eintrag. Keine Ahnung, wie es verschwinden konnte. Ob es gestohlen wurde? Heute Nacht hat man unsere Ausgrabungsausrüstung in der ganzen Gegend verteilt und unser Zelt wurde halb abgerissen. Außerdem hat es kürzlich Demonstranten gegen unsere Arbeit gegeben, was die Sache nicht gerade vereinfacht. Im Grunde genommen schaden diese Demonstranten der Städte mehr, als unsere Archäologie je könnte. George, der Leiter der Raststätte, hat uns erlaubt, ein paar Sachen unserer Ausrüstung in einem leeren Motelzimmer zu lagern. Das Zimmer ist gerade erst renoviert worden und ich musste versprechen, dass wir keine schlammigen Spaten mit hineinnehmen oder dreckige Stiefelabdrücke hinterlassen. Er hat Ben rübergeschickt, damit er uns mit der Ausrüstung hilft. Diese Demonstranten sind Vandalen. Das ist das 3. Zimmer. Gib den Code für dieses Zimmer. 12. September. Regen. Regen und nochmals Regen. Ich glaube, Konrad hat heute in seinem Zimmer gesungen. Habe in der Nacht so komische Geräusche gehört. Und das war nicht das Windspiel nebenan. Ha, vielleicht singt er ja mit dem Windspiel. 15. September. Der Regen hat etwas nachgelassen. Der Brunnen, der sich hier in der Nähe befindet, ist heute übergelaufen. Ich muss unbedingt mal die Einzelheiten über den Brunnen und die Legenden der St. Annika nachschlagen. Da steht zwar etwas auf einer Tafel am Eingang, aber das kann man nicht mehr gut lesen. Andere Brunnen, die ich gesehen habe, sind für gewöhnlich aus einer heidnischen Sage oder Legende heraus entstanden, die dann später an einem christlichen Heiligen angepasst wurden. Brunnen sind oft alte religiöse oder heidnische Stätten, die sich das Christentum später zu eigen gemacht hat. 19. September.
Morgen wollen wir mit Phase 2 der Ausgrabung beginnen. Wir werden mit den ersten Sonnenstrahlen anfangen, damit wir so lange wie möglich arbeiten können. Ziel ist es, den Barrow selbst zu authentifizieren und vielleicht sogar zu datieren. Das wird aufregend. Das wird der erste Testgraben, den wir auf dem eigentlichen Grabhügel öffnen. Manchmal frage ich mich, ob wir das Richtige tun. Aber Konrads Enthusiasmus ist ansteckend. Was wir finden, wird uns in Zukunft helfen, die Städte zu schützen. Und trotzdem ist mir immer noch nicht ganz wohl bei der Sache. In den nächsten Wochen haben wir viel vor. Diese Ausgrabung ist ein echtes Abenteuer und mit Phase 2 werden wir ganz neue Wege beschreiten. Wege in die Tiefe. Oh, das war's schon. Das ging schneller als gedacht. Ja, kann ich das jetzt? Ich will das GPS-Gerät wieder haben. Was mache ich mit der Kelle? Und für den Wachsstift habe ich auch immer noch keine Verwendung. Ja. Hallo? Wir haben lange nicht mehr gespeichert. Jetzt habe ich das GPS-Gerät theoretisch und könnte nach dieser Stelle suchen, aber nein, ich kann es nicht mehr mitnehmen, weil es ist am Aufladen. Und ich bin mir sicher, wir konnten vorhin mal diese Flaschen näher ranzoomen. Jetzt geht das nicht mehr. Bei guten Geräten hat man einen Slot und einen permanenten geladenen Ersatzakku. Ein Slot fürs Gerät, ja, da hat man ja reingesteckt, ne? Ey, guck an.
Also das ist kein deutscher Zaun. Arena und Bosskampf. So, ihr macht ja wieder direkt mal ins Volle, ne? Gehe ich da jetzt rein oder? Alter! Help? Ach, das geht ja gar nicht. Eigentlich hätte auf Help was kommen müssen. Mach mal Hilfe. Aha. Den kann ich schon. Ich dachte, das käme bei Help. Aber wir waren okay. Bin ich jetzt hier gerade hinter den Scheißhäusern? Ich habe es gesehen. Es wird also nach mir suchen. Seine Meute jagt uns. Der Wächter. Der Wächter ist dort draußen. Vielleicht sollte ich laufen. Aber ich kann von hier nach draußen sehen. Ich sehe dich da draußen. Was machst du da? Warum ist es aufgewacht? Er war's. Sie. Sprinkler Stopwelf Inside. Wer raucht hier? Cornobia Weekly. Katzengesicht in Hühnchenfrikadelle süß-sauer erschienen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich selbst zu zitrieren. Fubert. Und GZ Danny. Na, immerhin. Arena Arena hat Stream Elements gewonnen. Naja, lass doch Stream Elements auch mal gewinnen. Cornovia Weekly. Das ist die Bild-Zeitung, die sie spielt. Was? Mrs. Was? Ashquit. Aus Thorpoint war schockiert, als am Freitagabend ihr chinesisches Essen ein abruptes Ende fand. Nachdem sie in eine Hühnchenfrikadelle gebissen hatte, entdeckte sie das unverkennbare Gesicht ihrer kürzlich verstorbenen Katze, das sie aus der Hühnchenfüllung heraus anschaute. Mrs. Asquith nahm dies als wundersames Zeichen ihrer geliebten Katze Smutke und begann auf der Stelle eine Strickdiät. Aha. Ja, okay. Bedenken am Mobilfunkmast.
Eine Gruppe von Müttern in St. Orphol hat sich zusammengetan, um gegen die steigende Zahl von Mobilfunkmasten in der Gegend von Dreryside zu protestieren. Die Gruppe ließ verlauten, gegen bessere Radio- oder Fernsehsignale in der Gegend haben wir ja nichts einzuwenden, aber der Mobilfunkmast ist wirklich hässlich. Können Sie den nicht wenigstens in einer schöneren Farbe streichen? Andere Mütter bekunden außerdem ihre Sorgen über die gesundheitlichen Auswirkungen des Masts. Oh ja, das war eine Zeit lang, war das ganz krass. Die bösen Funkwellen, die schmoren uns ja das Hirn weg und bla und hast du nicht gesehen und ja. Hör bitte auf, Produkte des Springer Verlags als Zeitung zu bezeichnen. Stimmt, es ist keine Zeitung. Ach ja. Die Masten wurden von der Firma Cornwell Communications aufgestellt, die sich folgendermaßen äußerte. Mobilfunksignale sind Radio- und Fernsehsignalen sehr ähnlich. Und gegen diese hat die Gruppe von Müttern ja nichts einzuwenden. Der Mobilfunk Großbritanniens operiert auf einem höheren Frequenzbereich, der den Standardbestimmungen des Globalsystems für Mobilkommunikation, GSM, entspricht. Cornwall Communications erklärt, dass sie die Bedenken der Anwohner ernst nehmen und sich bald mit dem genannten Problem befassen werden. Telefonbeamter? Ja, was passiert dann erst, wenn wir den Mast in Betrieb nehmen? Da ist der Eimer. Ich will den Eimer. Oh, Steuerung. Da. Ich komme nicht an den Eimer. Warum nicht? Cornwall Communications, UK Telecommunications, GSM G3 Operating System. Dieser Funkmast operiert auf einer Frequenz zwischen 830 und 865 MHz. Ich habe noch nie gesehen, dass das in so einem Funkmast dran steht. Aber naja. Error. Why? Piep. Da kann ich nicht dran. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss hier vielleicht irgendwas machen, aber nö. Wenn ich hier drauf drücke, kommt Error. Auf dem Display ist nichts. Wenn ich die Klappe aufmache, was nicht mehr geht, wenn ich die Klappe aufmache, dann schaltet sich hier was an. Immer noch Error. 917. 667. 722. 370.
Man kann. Achthundertdreißig und 865. Okay, so wie es aussieht, habe ich was richtig gemacht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wofür, aber dieser Funkmast funktioniert wieder. Danke, danke. Kann mein PDA jetzt irgendwas? Wenn ich hier sitzen bleibe, wird es nicht wissen, wo ich bin. Steine zermalmen, Tod zerschmettern. Die Könige der Vergangenheit wurden gestört. Sie hielten an und fingen auch schon an zu laufen. Es ging alles so schnell, so unheimlich schnell. Es saß dort schon so lange, vergessen, unschuldig. Wird man mich jemals finden, werde ich auch verschwinden. Ein weiterer Artikel in der Zeitung, ein weiterer Zeitungsausschnitt für das Sammelalbum. Das kann alles gar nicht passiert sein. Ich muss geträumt haben. Es ist, als lebte ich in einem Albtraum. So etwas ist mir noch nie zuvor passiert. Ich werde bald aufwachen. Maggie wird mich wecken. Ich bin einfach im Café eingeschlafen. Wenn ich hier sitzen bleibe, wird es nicht wissen, wo ich bin. Jetzt Warum ist kommt. es aufgewacht? Er war's. Sie. Sie haben es gestört. Sie haben es freigelassen. Das Böse entfesselt. Ja, jetzt kommen Sachen, die wir Ich schon muss wissen. laufen. Aber ich kann von hier nach Ja. draußen. Der erzählt also immer wieder was Neues. Da haben wir reingeguckt, okay. Wir haben aber immer noch nicht, womit man Wasser holen könnte.
Warum läuft hier eigentlich die ganze Zeit der Motor? Wo ist das Kind, dessen Spielzeug hier rumliegt? Irgendwas sagt mir, dass wir irgendwann diesen Feuerlöscher gebrauchen können. Irgendwann. Und für T1 haben wir immer noch keinen Code. Ich muss doch mal ins Bett. Bin müde und habe morgen noch was zu tun. Gute Nacht an alle. Gute Nacht, Larion. Wo könnte es jetzt weitergehen? Ach, das ist ja noch ein Pissoir. Ja, nützt aber irgendwie trotzdem auch nichts. Das ist jetzt wieder so ein Ding, geht das jetzt erst oder habe ich bisher nur nicht die richtige Stelle getroffen?
Ja, komm, ist gut. Auch komisch, dass man hier nicht einfach nur weiterlaufen kann, sondern erstmal ranzoomt und dann weiterläuft. Eigentlich auch seltsam. Und dieser Detailgrad der Knochenstruktur der Hand. Nicht vorhin irgendjemand irgendwo gesagt, es gäbe, wird am Eingang was stehen? Ach. Hmm.
Wie, die Kerzen sind wieder aus? What? Ich hab alle an, ich hab alle an. Warum passiert nichts? Interessant. Eben hat das automatisch abgebrochen und diese Mucke kam. Jetzt sind alle an und ich kann weiter mit Feuer spielen. Ich kann sie wieder ausmachen. Auch wenn ich weggehe, gehen alle aus. Nur bestimmte, weil Reihenfolge, ich hatte ja eben alle an. Damit wäre die Reihenfolge ja erledigt. Die zwei zusammen haben was ergeben. Hä? Vielleicht war das jetzt nur ein Hinweis auf irgendwas. Ich meine, es sind ja auf jeden Fall die Farben, die wir in dem... Oh. Ach, hier kann man unterschiedliche Bereiche vergrößern. Hier ist jetzt ein Gesicht. Das da war, glaube ich, vorher schon da, aber das da fällt mir jetzt erst auf. Thank you.
So, da habe ich mal eben ein Geburtstagsgeschenk für meinen Dad gefunden. Ist auf Amazon rumgeströmt oder gestöbert oder was? Nein, ich wollte nicht. Laden beendet. Ah. Ah. Von Kobi den Leopard 1 für 40 Euro und für mich die Bismarck für 106 Euro. Ich hatte schon ein Plätzchen, wo ich das hinstelle. Redest du gerade von Modellen? So, es war die andere Tür. Ha, ha. Ach, ja, hier war eh keine Telefonnummer drin, ne? Oder? Boah, dieses schief hängende Bild, ne? Gleiches System wie Lego, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Patent bei diesen Klemmbausteinen ausgelaufen und da Lego immer bescheidener und teurer wird und sowas gar nicht hat, wird eben bei Kobi gekauft. Außerdem produzieren die in der EU.
Mein Dad ist 62 und hat keine Ahnung von Klemmbausteinen. Was? Er kennt doch garantiert Lego. Lego kennt doch jeder. Nur wahrscheinlich jetzt nicht so Modelle draus. Ja, also hier ist nichts mit Telefonnummer. Kennen tut er es, aber hat keinen wirklichen Kontakt. Also, ja, gut. Wähle, du blödes Ding. Warum antwortet denn keiner? Warum kann ich nicht nach draußen telefonieren? Warum bin ich hier? Niemand weiß, wo ich bin. Wird man mich jemals finden? Er will auch gerade telefonieren? Ein weiterer Artikel in der Zeitung. Ein weiterer Zeitung. Es wackelt sie ab. Und sie waren weg. Verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Nichts blieb von ihnen übrig. Die Schreie. Ich kann sie immer noch hören. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern, als sie auf das Café zurannten. Kurz nachdem Conrad in seinem Jeep davongerast war. So eilig hatte er es sonst nie. Er muss es gesehen haben. Ein Wächter. Ein Kundschafter. Ein Jäger. Der auf Befehl seines Meisters seine Beute hetzt. Als ob ein Hund hinter einem her wäre. Als ob wir alle Eindringlinge wären. Hier bin ich vor ihm sicher. Es wird mich jetzt nicht finden. Du solltest dich auch verstecken. Aber hier kannst du nicht rein. Ich mache diese Tür nicht auf. Für niemanden. Nimm das. Damit kannst du das leere Zimmer öffnen. Die Nummer 1 ist niemand. Ich habe niemanden hier gesehen. Außer dir. Danke. 947. Ich notiere es sicherheitshalber. 947. Jetzt geh! Geh und er hat es nämlich wieder genommen, die Sau. Hierher lockst. Die Könige der Vergangenheit wurden gestört. Gut, dass ich es notiert habe. Warum musste das ausgerechnet jetzt passieren? Warum bin ich nicht so angekommen? Muss ich mir noch einen Plexiglaskasten bauen, in den ich das Teil dann reinstelle? Abstauen könnte, müsste ich. Ja, kannst du wohl recht haben. Es wird bald kommen, aus der Dunkelheit. Das kann alles. So, 947. Ein Pinsel. Ich habe schon Spatel. Warum nicht auch den Pinsel mitnehmen? Nein? Nein. Luftdicht mit einer Edelgasfüllung gegen Verfärbung. Die Bausteine sind ja wahrscheinlich aus Plastik. Die Verfärbung von dem Plastik geht kaputt durch Sonnenlicht. Also schützt es eher vor direkter Sonneneinstrahlung. Durch die UV-Strahlung, richtig. Da ist das GPS-Gerät.
sind noch Lücken, da fehlen. Ich krieg noch zwei so dauerhafte Dinger. Und das wird schon das Ziel gewesen sein hier drin, aber... Alter. Die Schaufel geht nicht, die Gefäße gehen nicht. Ich brauche noch was, um Wasser reinfüllen zu können. Aus dem Brunnen. Ich klebe dann einfach eine UV-Folie außen drauf. Ich sehe zwar das Modell nicht mehr, aber hey. Ja, wie gesagt, einfach nur vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Wobei das, es geht ja nicht von heute auf morgen. Das dauert ja eine ganze Weile. Okay. Nein, nicht PDA. PDA wollte ich nicht. Hallo? GPS wollte ich aktivieren. So. Gut, die Anzeigen da sind jetzt nicht so doll, aber das hat, der hat ja gesagt, die einzige Stelle, an dem es funktioniert, ne? Plexiglaskasten gegen Staub muss schon sein. Außerdem schützt es dann gegen Rauch. Ja, das reicht. Ja, oder halt eine Glasvitrine. Ne? Ich frage mich immer noch, womit ich das hier mal benutzen soll. Hatte ich übrigens schon wieder total vergessen. Geht mir darum, dass ich das Zeug selbst bauen will, muss, weil wegen Kosten und so. Ja, gut, klar.
Kann man denn an das Pissoir, verdammt? Ah, da. An und fingen auch schon an zu laufen. Es ging alles so schnell, so unheimlich schnell. Es saß dort schon so lange, vergessen, unschuldig. Seine Meute jagt uns. Der Wächter ist dort draußen. Warum ist es aufgewacht? Er war's. Sie haben es gestört. Sie haben es freigelassen, das Böse entfesselt. Warum? Was willst du? Warum lasst ihr mich nicht alle einfach in Frieden? Niemand weiß, wo ich bin. Hier drin kriegst du mich nicht. Es wird mich nicht finden. Warum hast du dich nicht versteckt? Du musst dich verstecken. Aber ich hab dir schon gesagt, dass du hier nicht reinkommst. Nimm diesen Code. Damit kommst du ins Motelzimmer. Nummer 1. Es ist leer. Conrad war in Nummer 3 und sein Assistent Pete in Nummer 2. Jetzt verschwinde und versteck dich, bevor du es noch hierher lockst. Seine Meute jagt uns. Der Wächter ist dort draußen. Unglaublich, der Kasten hat ungefähr 0,03 Quadratmeter. Geht nicht. 0503265636.
0503? Da kann man es doch sogar lesen, lol. 0503, das war glaube ich nur Vierer, ne? Ach ne, dreimal die 4, dreimal die 2, okay. Bist du sicher, dass der Char nichts eingeworfen hat? Sicherung von links nach rechts. Das ging vorher nicht auf das Ding. Lobby, Kaffeelicht, Kaffeehauptsicherung, Küchelicht, Küchehauptsicherung. Okay, da kann ich was drin zerbröseln. Ich kann jetzt Pflanzen sammeln. Und Pilze und keine Ahnung. Okay. Blümchen, genau. Eierbecher? Okay.
Okay, in der Küche kann man also irgendwann irgendwas irgendwie zusammenbrutzeln. Das, yay. Die Tür hat zwei Schlösser? Oh. Aber einen Behälter habe ich jetzt immer noch nicht, ne? Also mal abgesehen von dem Körbchen. Die Hintertür zur Küche. Warum musste das ausgerechnet jetzt passieren? Warum bin ich nicht woanders? Warum in dieser Nacht? Was verehrt, nicht vergessen werden sollte, ist der Ignoranz zum Opfer gefallen. Vielleicht sollte ich laufen, aber ich kann von hier nach draußen sehen. Ich sehe dich da draußen. Was machst du da? Ich glaube es nicht. Ich kann es nicht fassen. Die Steine, sie leben. Wenn ich hier sitzen bleibe, wird es nicht wissen, wo ich bin. Warum musste das ausgerechnet jetzt passieren? Warum bin ich nicht woanders? Ja, über das habe ich mich auch schon geärgert beim Firefox. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich habe es irgendwo hab ich's gefunden. Du kannst das abschalten. Das ist jetzt eine neue Funktion im Firefox, die grundsätzlich allen Seiten verbietet, irgendwelche Sounds abzuspielen. Und das kannst du sagen, nur bei Twitch, lass an sein. Hast schon gefunden, ah, sehr gut. Ich habe da ein paar Tage für gebraucht. Ich habe da auch gedacht, was? Also, Ich hatte allerdings auch hier genug mit meinem Rechner zu tun. Das Windows 10 hat mich in vielfacher Hinsicht geärgert. Der neueste Gag heute war auf einmal, dass hier Skype gestartet wird. Ich nutze schon seit 10 Jahren kein Skype mehr. Weg mit der Kacke! Ja, und lauter so eine Scheiße. Also, ja. In den Einstellungen im unteren Drittel, das kann sein, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte es auf jeden Fall entdeckt. Es schaltet aber trotzdem noch ganz gerne bei mir. Ich weiß nur nicht warum. Den Ton ab im Player. Soll ich dir verraten, wie du Skype vom Autostart entfernst? Ich weiß gar nicht. Ich habe das vorhin nachgeguckt. Ich glaube, ich habe es sogar schon gemacht. Glaube ich. Ich habe es auf jeden Fall vorhin nachgeguckt. Also. Könnte das ja sogar. Ne, kann ich jetzt nicht, weil. Weil das Spiel im Vollbild läuft. Ja, doch, ich hab's gemacht. Ist das aus? Ist aus. Wie kann man denn jetzt mal zu diesem Turm hin? Ach da.
Ist die Frequenz noch da? Ja, ist sie noch. Ich dachte vorhin, die komischen Telefongespräche wären ein Zeichen dafür, dass hier der Turm nicht funktioniert. Aber der ist noch an. Und man kann auch nichts mehr machen. Was für ein Windows hat sie denn vorher? 7. Ich habe mich bisher geweigert, auf 10 zu updaten. Und 8 und so und Vista und so eine Scheiße. Ich meine, Vista war vor 7, ne? Aber 8 kam für mich sowieso nicht in Frage. Und 10 habe ich halt auch jetzt lange vermieden. Ich habe es eigentlich nur, weil auf diesem Computer, den ich jetzt habe, gar kein älteres Windows mehr läuft. Geht nicht. Es sei denn, man würde sich eine Installations-CD bauen, auf der schon passende Treiber drauf sind. Ja, dass ich beim Installieren schon vor allem den Internet-Treiber kriege, also den Ethernet-Treiber, Netzwerkkartentreiber. Wobei ich nicht weiß, ob es überhaupt einen für Windows 7 gibt. Aber das müsste, wenn, in der Installation schon eingebaut sein. Sonst habe ich keine Chance. Die Umstellung von 7 auf 10 war für mich jetzt kein Problem. Habe ich gar nicht so viele Unterschiede bemerkt. Nein, doch. Doch, fängt schon mit dem scheiß Startmenü an, was ich so zum Kotzen finde. Geht weiter über dieses aufgezwungene Scheiße. Du bist kein Administrator, sollen wir das doch. Das war in Windows 8 bzw. in Vista. In Vista war das noch viel schlimmer. Aber wäre Linux was für dich? Jein. Ich habe früher Linux benutzt auf Zweitrechnern. Für einen Zweitrechner würde ich es auch jederzeit wieder gerne machen, aber ich habe keinen Platz mehr für einen Zweitrechner. Und für einen Hauptrechner nein. Auf jeden Fall nicht. Weil es gibt dann doch viel zu viele Sachen, wo man immer wieder auf Windows, leider wieder auf Windows zurückgreifen muss. Auch wenn das mittlerweile auch besser ist als früher. Dass man auf Linux eine virtuelle Maschine laufen lassen kann und so weiter. Aber, ja, nee. Das ist übrigens was, was mir auf 10 hier sehr gut gefällt, die Unterstützung, wobei das auch von meinem Prozessor unterstützt wird, für virtuelle Umgebungen. Ich habe mir einen Android-Simulator installiert. Geil. Echt geil, wie das Ding läuft. Lol. Habe ich die jetzt gesammelt?
Man weiß es nicht. Wie, jetzt kann ich hier gar nicht mehr weitergehen? Ach so, wegen dem Licht. Moin. Wo kriege ich denn jetzt die Beeren und den Pilz gezeigt? Das gibt's doch nicht. Weil den Pilz habe ich jetzt ganz eindeutig eingesammelt. Kriegst du nicht gezeigt. Musst du wissen, dass du das hast. Boah, das ist hier so eine Verwirrstelle, ne? What the fuck, ey. Pilze sammeln würde ich nie alleine mit einem Buch machen. Nur mit jemandem, der sich da wirklich auskennt. Und dann als erster was von dem gekochten Essen darf. Ja, geht mir so ähnlich.
Hallo, Dr. Crank. Das musste ich erst wieder überlegen mit deiner Schreibweise. Aber wir kennen uns ja schon. Okay, ich bin wieder hier. Alter. Ach, jetzt kriege ich auch mal gezeigt, wo ich bin. Guck, Alter, an. Das ist nämlich auch neu, aber ich habe es ja richtig vermutet. In dem Wald schaut es ja aus wie eine Parteizentrale der CDU. Was? Wie komme ich denn hier weiter? Hier geht es doch ganz klar weiter. Aber das Spiel lässt mich hier nicht weitergehen. Da geht's weiter. Ach, auf einmal kann ich hier auch was. Okay, ja. Aber auch nicht mehr als vergrößern. Okay. Falsche Richtung. Hey, der Radiosender ist noch eingestellt. Alte Bäume, totes Holz, zersetzte Organismen, Pilze und viel Dunkelheit, Ahnungslosigkeit. Ach so, meinst du das? Okay, wir sind wieder am Rand der Karte.
Dieser Schuppen hat zwei Türen? Jetzt habe ich Katzenschnodder an der Brille. Hat deine Katze dich gestupst? So nach dem Motto, ich bin auch da. Ja, genau. Haare auf der Tastatur, Katze am Mausbett, ja, das kenne ich. Der Klimawandel an sich einen natürlichen Zyklus hat, wäre das Vorgehen gegen den Klimawandel extrem falsch. Ja, jein. Grundsätzlich sehe ich das genauso, Baba. Aber es ist ja auch erwiesen, dass wir eine weltweite Erwärmung haben. Wofür? Ja, außer dass hier dramatische Musik kommt und ich mir hier das die Steine angucken kann, ist hier nichts, ne? Das GPS hat auch nicht ausgeschlagen. Ich habe jetzt anscheinend so eine Eichel gesammelt, hä? Das Fernglas ist falsch eingestellt, sonst würde es nur eingrässeln. Ach so, das hier ist die zweite Tür. Thank you.
Da ist es also auch nicht. Kann ich die wieder runterklettern? Ach, da. Ich bin nun auch meine Horizontalen. Wünsche euch noch viel Spaß mit dem Stream. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Danny. Alle 100.000 bis 200.000 Jahre findet eine extreme Erderwärmung statt, weil das EM-Feld um die Erde schwächer wird und die Ozonschicht sich teilweise auflöst. Beides erneuert sich dann und ist wieder bei voller Stärke. Das Leben der Organismen auf der Erde wird dann zwar auch wieder einmal stark dezimiert, aber es kann sich auch erholen. Hat es ja auch bisher. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Machen wir mal das Radio wieder an, dann weiß ich nämlich, wenn ich wieder hier hin will, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Damit sollte ich doch jetzt hier durchkommen, ne? Ach so. Okay.
Alles klar. Das steht also nicht hier. Meint, wäre ja auch unlogisch gewesen. Ist schon logisch, dass das Ding da steht. Aber, na gut, es war ja, ne, GPS aktiviert. Ach, deswegen. Ich hatte es mir schon gedacht, aber warte mal. Na? Jo. Ha. Okay. Ja, aber für dich nach wie vor Water, ne? Oder so. Hierfür haben. Jetzt hauen die Bots sich schon wieder gegenseitig seine Kissen in die Fresse. Ja, wenn sie sonst nichts zu tun haben, ne? Okay, ich treffe Lager. Eierbecher. Wir mit Eierbechern da was rausschöpfen. Ist doch. Nein. Ich frage mich echt, ist das jetzt Einbildung, dass ich das vorher nie gesehen habe, das Gesicht, bevor ich die Kerzen angemacht hatte? Bringen Sie Leben und Farbe in Ihre Zaubereien. Die vier Elemente werden durch unterschiedliche Farben dargestellt. Rot und Braun für das Feuer. Gelb und Braun für die Erde. Grün für das Wasser. Und Blau für die Luft. Violett ist die Farbe der Seele. Mit der geeigneten Farbkombination erreichen Sie den maximalen Effekt.
weiß zwar noch nicht, inwiefern mir das jetzt genau hilft, ne? Aber. Ne? 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 Der mythische Pilz Dryadslamba wächst im Herbst. Die Feen mögen ihn besonders gerne. Sie ehren und essen ihn und erneuern so ihre magische Kraft. Allerdings ist der Pilz sehr giftig und für die Menschen. Den haben wir vorhin gesammelt. Wir haben also Herbst. Der Typ sagt irgendwann, warum ausgerechnet heute? Wir haben Herbst. Und es ist anscheinend ein Tag. Wir werden. Wir werden gerade die Erntedankbräuche haben. Mitsommernacht. Quatsch, Mitsommernacht. Die Tag- und Nachtgleiche, die werden wir gerade haben. Die Könige der Vergangenheit wurden gestört. Er sagt, die Könige der Vergangenheit wurden gestört. Das ist hier das dritte Nee. Die zweite Geschichte, ne? Ja auch nicht hin. Ich komme hier in den kompletten Bereich noch nicht. Die alten Könige sind erwacht. Warum musste das ausgerechnet jetzt passieren? Warum bin ich nicht woanders? Was machst du da? Ich kann dich mit den Kameras beobachten. Versteck dich, du Narr, bevor es dich erwischt. Ich habe die Geschichten gehört. Leute verschwinden auf diesem Hügel, aber niemand glaubt daran. Das sind nur Geschichten, Sachen, die in der Zeitung stehen. Legenden wie die, über die sich Mr. Morse lustig macht. Ich habe versucht, zu Hause anzurufen. Hab versucht, jeden anzurufen, aber ich komme nicht durch. Das Telefon, es gibt immer wieder das gleiche Geräusch von sich. Immer und immer wieder. Ich kann niemanden hören, nur flüstern. Ich kann niemanden anrufen, niemanden um Hilfe bitten. Ich habe sogar versucht, Emma im Radiosender anzurufen. Vielleicht ist nur das Telefon kaputt. Schaffst du es ja, jemanden zu erreichen? Irgendjemanden. Leute verschwinden. Niemand weiß warum. Immer wenn hier oben etwas gestört wird. Das muss der Grund sein. Sie wurden nie gefunden. Aber mir wird das nicht passieren. Du wirst das verhindern, hörst du? Verschwinde! Du wirst das verhindern. Verschwinde! Er war also wirklich derjenige, der im Radio zu hören war. Ich auch verschwinden. Ein weiterer Artikel in der Zeitung. Ein weiterer Zeitungsausschnitt für das Sammelalbum. Warum musste das ausgerechnet jetzt passieren?
Warum bin ich nicht woanders? Warum in dieser Nacht? So, da drauf irgendwas kochen. Aha. Der heilige Eierbecher, was auch immer. Pflanzenmischung Opfer. Irgendjemand versucht wohl, mir Angst einzujagen oder so. Ist wirklich eine tolle Idee. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als sich nachts in Büschen zu verstecken und mich zu erschrecken. Aber Winsey wird sich schon darum kümmern. Ich kriege keine Verbindung nach draußen, aber ich hoffe, dass ihr mich anrufen könnt. Hier auf Barrow Hill unter der 585-2131. Es ist genau 15 Minuten vor 8. Nein, das gibt's doch nicht. Tja, sieht ganz so aus, als sei meine Uhr stehen geblieben. Mein Name ist Emma Harry. Wieso ruft ihr mich nicht an und sagt mir, wie viel Uhr wir wirklich haben? Die Nummer ist wie immer 585-2131. Hier sind noch ein paar Lieder, um euch die Nacht zu versüßen. Also viel Spaß damit. 585-2131. Aha. Wir haben Ihre Telefonnummer. Wie kein Signal. Yay, die wollten wir schon die ganze Zeit. Also, das Ding hier ist noch für irgendwas anderes gut. Aha. Hallo
Anrufer, willkommen bei ABH. Wir sind zurzeit nicht auf Sendung, aber wir... Hast du... Oh mein Gott. Was war das? Beruhige dich, Winsey. Winsey, aus! Schluss jetzt! Wer ist da? Wer ist da draußen? Schluss jetzt! Winsey, sei still! Winsey! Komm zurück! Aber wo willst du denn hin? Winsey! Winsey! Ah, Winsey! Winsey! Oh mein Gott! Was zum Teufel? Was ist... Okay. Sie ist also wahrscheinlich da, hm? Diesen Siemens ist schon nice. Siemens waren sehr gute Geräte. Wie kommst du auf Siemens? Das sieht mir eher nach einem Nokia aus. Das ist eher Nokia. Siemens sah anders aus. Aber Siemens waren geil. Weil du genau dieses Handy hattest. Echt? Es gibt ein Siemens, das so aussieht? Hm. Das war dein erstes Handy, okay. Also für mich sieht das eher nach einem Nokia aus, ganz ehrlich. Ich habe, mein erstes Handy war auch ein Siemens, allerdings viel älter als das, was hier drauf ist. Mein zweites war, glaube ich, auch noch ein Siemens. Und dann hatte ich ein Nokia. Und das Nokia ist wirklich dieses Design hier ungefähr. Allerdings schlanker und höher. Also, aber da gab es ja auch unterschiedliche Varianten. Ich habe auf jeden Fall kein Siemens im Kopf, was solche Tasten hat. Überhaupt nicht. Habe ich mein Nokia eigentlich hier rumliegen? Ich habe noch ein Nokia hier liegen, allerdings ein ganz anderes. Das müsste hier... Nee, komme ich jetzt nicht dran. Aber das liegt auch hier hinterm Greenscreen. Ich schwöre, das ist ein Siemens. Ja, wenn du so eins hattest, okay. Achso, das ist unser Datum. So. Ich konnte den Hund gerade auch hören. Ich weiß nicht, ob das im Stream auch so rübergekommen ist. Am Anfang hörte man ihn ganz klar aus dem Handy und nachher hörte ich den Hund so von hinten links. Ich stehe mit dem Gesicht zu dem Ausgang. Von hinten links, das wäre ja hier irgendwo. Oder hier, ah, die wird hier sein. Aber am Ende der Übertragung war dieser Monolith zu sehen oder dieser Stein oder was auch immer.
Also rein davon, dass die auch so einen Stein da stehen hat, wäre sie eher hier. Da. Und hier ist so ein Stein, wie auch hier ist. Da steht da auch einer. Das wäre viel logischer. Also, ich habe das GPS nicht. Ja, nee, Moment. Ich habe ja in die Richtung geguckt. Hinten links. Das ist wirklich hier. Sie ist da. Ich bin jetzt hier aus der Tür gegangen, habe in die Richtung geguckt, die ist da. Aha, okay. Okay. Aber wir haben... Also entweder brauche ich immer noch was zum Wasser rausschöpfen oder das gehört nicht hier rein. Oder was hatte ich denn angemacht? Braun und blau, ne? Das wird gelb sein. Das ist ein Gelb. Gelb und Blau. Gelb und Braun. Gelb und Braun ist das. Blau ist Luft. Grünes Wasser. Hallo? Gar nichts. Ich kann nicht nur eine Kerze anzünden und wieder gehen. Das geht gar nicht. Das Teil, was wir als allererstes in der Tasche haben, das ist immer noch nicht verwendet, ne? Der Stift. Oh. Was?
Warum? Weil ich die Opfergabe in der Tasche habe oder weil der Hund das Opfer war? Kontroverse um Ausgrabung. Die Ausgrabungen um Barrow Hill haben eine weitere Welle des Protests ausgelöst, da nun bekannt wurde, dass bald der Grabhügel selbst geöffnet werden soll. Trotz der Warnungen lokaler Umweltaktivisten und der abergläubischen Einheimischen setzt Konrad Moors seine Ausgrabungen fort. Die Genehmigung, an dieser Stelle zu graben, war schon des Öfteren verweigert worden. Die derzeitigen Ausgraben ist die erste ihrer Art am Barrow Hill. Außerdem gibt es keine Hinweise darauf, dass die Stätte jemals vom Plünderern gestört worden ist. Konrad Moors glaubt, dass die vielen Sagen, Legenden und Flüche um den Barrow als Warnung gedient haben, um eventuelle Grabräuber fernzuhalten. Lesen Sie weiter auf Seite 4. Yay. Siegerin des alljährlichen Backbewerbs von Upper Witchwood ist wieder einmal Dorothy Ellis geworden, die für ihren außergewöhnlichen Mountain Cake in der ganzen Gegend berühmt ist. Die bei der Veranstaltung gesammelten Gelder kommen der Renovierung der Old Lifeboat Station zugute. Kuchen backen. mountaincake.co.uk. Okay. Müsste ich mich jetzt nicht hier sehen? Juli. Mit Peter habe ich wirklich goldrichtig gelegen. Seine Archäologiefähigkeiten sind wahrlich einzigartig für sein Alter und seine Bemühungen, die Städte zu verstehen, übersteigen meine kühnsten Erwartungen. Seine Empfehlungen sind redlich verdient. Wir haben viele Artefakte gefunden, zerbrochene Krüge, einer bei jedem der Kreissteine. Ich spüre, dass ich kurz davor bin, die alten Einäscherungsgefäße. Was? Ich spüre, dass ich kurz davor bin, die alten Opfergaben zu verstehen, denn sie scheinen keine Bestattungs- oder Einäscherungsgefäße zu sein, wie ich erst dachte. Mit jedem neuen Krug, den wir bergen, spüre ich, wie wir ihrem wahren Zweck Stück für Stück näher kommen. Meine Fresse, deine Stimmgänger quittieren bei den Dienst, wie es klingt. Ja, es fühlt sich auch so an. Ich würde sagen, wir machen auch gleich Schluss und spielen das einfach morgen weiter. wobei ich hoffe, dass meine Stimme das überlebt hat hier. Mal schauen. Juli. Wir haben...
Wir haben noch so viel Arbeit vor uns. Wenn wir den Sinn dieses alten Monuments aufdecken wollen, obwohl ich bezweifle, dass wir je die ganze Wahrheit zutage fördern konnten. Wir können nur hoffen, Hinweise zu finden, die uns einen Einblick in die Vergangenheit oder die Lebensart der Menschen gewähren. Obwohl wir schon eine ganze Weile hier arbeiten, spüre ich, dass unsere Ausgrabungen die Oberfläche erst angekratzt hat. Kann ich das hier mal ausschalten? GPS? Danke. Ich bin heute von einer Reporterin ausgefragt worden, die die Ausgrabungsstätte besuchte. Sie hat sich ganz offensichtlich ganz gut vorbereitet und ihre aufgeschlossene Neugier war wirklich erfrischend. Allerdings fragte sie mich, ob ich erwarte, irgendeinen Hinweis auf Druiden zu finden. Ich musste lachen, was diese Druiden doch für eine Faszination ausüben. Es gibt so wenig Aufzeichnungen über diese Leute und so wenig Beweise für ihre Existenz. Die paar Beobachtungen des römischen Schreibers Tacitus beweisen gar nichts. Noch schlimmer sind die modernen Druidenzirkel, wie zum Beispiel der vom Archäologen William Stuckley gegründet im frühen 18. Jahrhundert. Trotz seiner exzellenten Aufzeichnungen alter Steinmonumente hat er nur dazu beigetragen, all die Druidengeschichten, die heute noch bestehen, zu erfinden und zu verbreiten. Unsere Geschichte wird wohl noch viele Jahre lang von den Mythen und Legenden der alten britannischen Druiden fälschlicherweise geprägt werden. Okay. Da liegt doch noch was. Alter! Ah, ich bin jetzt da. Warum ist da eine Hand drauf? Und warum kann ich da nichts machen? Deine Stimme klingt fast wie ein Getriebe, in das man Sand und Glas reingekippt hat. Oh weia, kann ich da nur sagen. Es war auch wirklich sehr viel Vorlesen. Das ist ja der Hammer. Kartenrand? Kartenrand. Hier liegen noch mehr Zettel. Speichern. Und Schluss machen. Jetzt noch mehr lesen? Nein. Das geht übelst in die Hose. Warum hast du mir jetzt Dieben auf Vollbild gemacht? Was ist denn das? Geht's noch? So. Gut. Genau, Tschö mit Ö. Ich sag mal, gute Nacht. Ich würde sagen, wir machen das wirklich nachher weiter.
Ne? Also, so, morgen. Also, aus meiner Sicht morgen, aus Kalendersicht heute. Ich bin mal gespannt, wie lange das geht. 6 Stunden haben wir jetzt. Veröffentlichung 5. Oktober 2006. Okay. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht sehen. Was heißt nachher? Welche Uhrzeit? Gute Frage. Keine Ahnung. 6, 7. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Dafür ist das jetzt zu spontan. Vor allem weiß ich ja nicht, was meine Stimme nachher sagt. Das ist ja wow. Bin sehr gespannt. Oh Gott, ich bin nicht der Einzige, der hier zugeschlagen hat beim Coupons und Sonderangebote. Ja, Ossel, alles klar. Du kaufst auch Steam leer. So. Bevor wir jetzt hier noch weiter rumkrächzen. Dann rede ab jetzt nicht mehr, damit du da wieder einen hast. Ich werde jetzt gleich ins Bett gehen. Beziehungsweise ich werde hier noch kurz was ausprobieren und dann ins Bett gehen. Und dann schauen wir mal. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Bedanke mich fürs Zusehen, für alle, die noch da sind, so lurkmäßig oder noch wach sind, noch keine Ahnung. Wer Bock hat, kann morgen wieder reinschauen. Ansonsten Samstag. Und dann schauen wir mal. Kurz Nächtle. Stinkt es, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.